Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück hier bei der Pokémon Soul Silver Edition. Wir haben in der letzten Folge natürlich ganz heldenhaft alle fünf bzw. die übrigen vier Poké-Adlon-Kämpfe natürlich gewonnen. Was denn auch sonst? Aber wir haben sie uns wenigstens angeguckt und ich habe es tatsächlich geschafft. Ich habe offscreen noch einmal den Kraftwettbewerb gemacht, habe da sogar fast 500 Punkte plus 100 für das Ding gewinnen einkassiert. Also das war wirklich eine sehr gute Runde, die ich da auf Screen hingelegt habe. Das führte dazu. Ach so, ja gut, da muss man nicht hier durchgehen. Ne, das will ich nicht. Nicht, wenn ich da durchgehen muss. Ich habe zu großen Schiss davor, dass da irgendwas wieder kaputt geht. Damit war ich dann in der Lage, einen Wasserstein für uns zu kaufen. Das heißt, wir können demnächst noch einmal in die Inkognito-Ruin rein und da das dritte Rätsel lösen. Das ist zwar nichts für jetzt unbedingt. Jetzt würde ich gerne endlich mal irgendwie mal richtig weitermachen. Aber dennoch haben wir jetzt die Möglichkeit und das finde ich gar nicht mal schlecht. So, wir sind wieder zurück in Teak City. Die Arena hatten wir ja schon. Dann gucken wir doch mal hier nach und nach alle Häuser durch. Oh, suchst du mit deinem Pokémon-Team nach großen Abenteuern? Tja, aber zu einem echten Abenteuer gehört doch immer eine Schatzsuche, habe ich recht? Ja, doch. Ah, du weißt offensichtlich ganz genau, was Männerherzen höher schlagen lässt. Du gefällst mir. Hier, nimm das. Ein Itemradar. Überall um dich herum gibt es Items, die du nicht mit bloßem Auge sehen kannst. Wenn du deinen Finger immer auf deinem Itemradar behältst und hörst, dass das Signalgeräusch lauter wird, ist das für gewöhnlich ein gutes Zeichen dafür, dass irgendwo in der Nähe ein Item versteckt sein muss. Am ehesten wirst du fündig, wenn du das Itemradar beim Laufen bedienst. Oh, und nebenbei, Gerüchten zufolge, soll es in der Turmruine von Teak City einen versteckten Schatz geben. Die Geschichte von Teak City. Lesen? Klaro. In Teak City gab es einmal zwei Türme. Jeder der beiden diente einem von zwei fliegenden Pokémon als Landestelle. Doch dann brannte einer dieser Türme ab und auch die Pokémon verschwanden. So steht es geschrieben. Drei weitere Pokémon streiften damals durch die nähere Umgebung der Stadt. Die Leute aus Teak City bezeichneten sie als Reinkarnation der Typen Blitz, Feuer und Wasser. Doch keines von ihnen konnte die überwältigende Macht, die ihnen innewohnte, bändigen. Irgendwann verschwanden sie eins nach dem anderen im hohen Gras und der Wind trug jedes von ihnen in eine andere Richtung. So, so. Okay, hatten wir schon mit den Leuten hier im Pokécenter geredet? Ey, der See des Zorns, das plötzliche Erscheinen des roten Garados. Da ist irgendwas im Busch, ich glaube, die hatten wir schon. Die Kimono-Girls sind echt hübsch, was? Ihre Tänze und die Art, wie sie mit ihrem Pokémon umgehen. Alles an ihnen ist immer so atemberaubend anmutig. Jens, der Arenaleiter ist so cool, seine Pokémon sind auch total stark. Ja, ich glaube, die hatten wir schon. Aber jetzt haben wir sie doppelt. Doppelt hält immerhin besser. Ich bin auf dem Weg zum Tanztheater, um Tanzen zu üben. Kommst du mit? Nee, ich war da schon. Hab ich kein Interesse dran. So, hatten wir den hier schon? Einfach weil er auch mit dazugehört? Im Inneren des Kesselbergs, da ist ein natürlicher Irrgarten. Pass auf, dass du dich nicht verläufst. Ich habe ehrlich gesagt kein Interesse daran, überhaupt das Innere des Kesselbergs zu betreten. Ich gehe mal lieber hier hinein. Und ach schön, endlich hat Mutti uns mal wieder was Tolles gekauft. Gerade eine Kiroya-Beere finde ich richtig gut. Schade, dass ich nicht noch mehr Beeren kriege. Setzt du, Belebe, ein Wachtel bewusstloses Pokémon wieder auf, ja? Mein Evoli hat sich zu Psyana entwickelt, aber aus dem Evoli eines Freundes von mir wurde ein Naktara. Was hat er bloß anders gemacht als ich? Wir haben unsere Evoli schließlich immer gleich trainiert. Ja, gute Frage, ne? Was könntet ihr bloß anders gemacht haben? Netz und Heilball hat der Typ, plus noch einen Brief, das brauchen wir ja nicht. Hier habe ich nicht die Sanftglocke. Die beiden Nuggets wollte ich verkaufen. So, und zweimal Nugget. So, den Rest behalten wir. Oder wobei, habe ich noch ein Kampf-Item? Ne, kein Kampf-Item, kein Brief. Gut. Wie schaut's aus? Brauche ich noch irgendwas? Ich glaube, ich kaufe mir mal noch eine Portion Superschutz. 20 Stück. Superschutz kann man nie zu wenig haben. Kann man nie zu viele haben, so rum. Zu wenig kann man die echt schnell haben.
Es gab wohl mal zwei Türme in Teak City, einem Osten und einem Westen, ja. Da drüben im Tanztheater proben die Kimono-Girls immer ihre Tänze. Ja, da waren wir ja auch schon drin. Tanztheater von Teak City. Mhm. Teak City, gestern ist heute. Ah, du hast aber ein nettes Pokémon-Team. Wenn man mit Pokémon unterwegs ist, strahlt jeden Tag die Sonne, was? Für mich sind die Pokémon ein wahres Leuchtfeuer der Hoffnung. Oh, apropos Leuchtfeuer. Das Pokémon, das im Leuchtturm von Oliviana City nachts das Meer erhält, soll krank sein. Das scheint dort für einen ziemlichen Aufruhr zu sorgen. Na ja, dann gucken wir doch mal, ne? Als ich noch jung war, bemerkte ich eines Tages plötzlich, dass sich der Himmel pechschwarz gefärbt hatte und ein riesiges fliegendes Pokémon am Himmel erschien. Ich frag mich, was für ein Typ Pokémon das wohl war, Vogel oder Drache? Ob es dieses riesige Pokémon wohl wirklich gibt? Wenn ja, dann muss es echt unfassbar mächtig sein. Ja, das werden wir wahrscheinlich rausfinden, ne? Wenn du von dieser Stadt aus in Richtung Westen gehst, erreichst du eine hübsche Hafenstadt namens Oliviana City. Wenn du einen deiner Pokémon dieser Tage Surfer beibringst, dann kannst du das Meer über den Wasserweg bei Route 40 auch dann überqueren, wenn gerade keine Schiffe fahren. Ja, das ist schon praktisch, ne? Hier gehen wir später hin. Kontrollposten vor dem Glockenturm. Kein Zutritt für Unbefugte. Wir sind zwar befugt, dadurch, dass wir den Orden von Jens bekommen haben, aber dennoch ist es nicht zweckmäßig, das jetzt zu tun. Hier sind eben drei große Pokémon an mir vorbeigerannt und in verschiedene Richtungen verschwunden. Was war da bloß los? Vor langer, langer Zeit, am Tag, als dieser Turm niedergebrannt ist, sind hier drei namenlose Pokémon in den Flammen umgekommen. Doch dann stieg ein regenbogenfarbenes Pokémon vom Himmel herab und schenkte ihnen neues Leben. Doch die Leute dieser Stadt fürchteten sich vor der Macht dieses Pokémon und versuchten, es in ihre Gewalt zu bringen. Das Pokémon versuchte gar nicht erst, sich gegen die Feindseligkeiten der Menschen zu wehren. Nein, es schien vielmehr so, als sei es von ihrem Verhalten zutiefst enttäuscht. Schließlich kehrte es ihnen aus freien Stücken den Rücken zu und verschwand. Diese Geschichte wird schon seit sehr langer Zeit von Teak Citys Arena-Leitern weitererzählt. Jetzt willst du wissen, wer ich bin, was? Ich war hier einmal vor sehr langer Zeit selbst Arena-Leiter. Oh, 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 oh. Okay. Diese Ruinen sind die Reste eines Turmes, der einst einem Brandunglück zum Opfer fiel, das nie aufgeklärt werden konnte. Mach besser einen großen Bogen um dieses Gemäuer, denn in ihrem Inneren könnte es gefährlich werden. Ja gut, ich glaube, dass um den einen großen Bogen machen, das ist damit Geschichte. Das ist vielleicht ein bisschen zu spät, diese Info, aber selbst wenn sie rechtzeitig gekommen wäre, ich glaube, sie ist sogar rechtzeitig gekommen, ich meine, ich habe das auch schon gelesen, aber sag mal, wo kommst du denn nochmal her? Was, aus Neuburg hier? Ja, aber das ist doch das, ja, da ist die Stadt, in der Professor Lind wohnt, du hast einen ganz schön weiten Weg hinter dir. Ja, doch. Schon nicht besonders kurz gewesen, der Weg. So, da kommt gerade jemand. Ich muss mal ganz kurz Pause machen, einen Moment. So, da bin ich auch wieder. Und wir haben den ersten Gegner auf dieser Route, ein Vogelfänger. Fliegt hoch hinaus, meine herrlichen Vogel-Pokémon. Ja, deine Pokémon können seltsamerweise zwar fliegen, aber ja. Kollege Dodu, und da ist es natürlich Zeit für Bonsai. Wenn wir jetzt schon mal ein schönes Stein-Pokémon im Team haben, dann sollten wir es auch benutzen, auch wenn es natürlich erstmal den Furienschlag ins Gesicht bekommt. Aber der Stein fliegt, trifft und der Vogel ist unter der Erde. Bisschen schade drum, aber ist ja nicht mein Problem, ne? Ist nicht mein Dodu. So, Timo, das nächste Dodu, ein Level stärker. Da kommt ein Heuler. Ich hoffe, dass Steinwurf trotzdem als sehr effektive Attacke mit Step plus Granitstein ausreicht. Und das tut es. Dodu hat ja auch nicht so eine hohe Verteidigung. So, und Nummer 3, wahrscheinlich Level 18. So ist es. Da kommt eine Raserei, von mir aus gerne. Du, ras ruhig irgendwo rein. Habe ich kein Problem mit. Mach's gut, Dodu, Level 18. Und der erste Gegner ist besiegt. Ich wünschte, ich könnte mich selbst in die Lüfte erheben. Ja. Kann ich verstehen, muss ich wirklich sagen. Fliegen wäre schon eine coole Superkraft. Aber ich glaube, was praktischer wäre noch als Fliegen. Fliegen ist, glaube ich, ungeschlagen das coolere Gefühl. Aber praktischer wäre es, wenn du dich einfach teleportieren könntest. Das wäre schon was.
Dann machen wir hier. Nö, kein Item. Na gut, dann gehen wir erstmal zu den Matrosen hier oben. Ich hab die ganze Welt bereist, deswegen kenne ich alle Pokémon-Arten. Ja, herzlichen Glückwunsch. Jedes einzelne kennst du, das ist aber super. Du mit deinem Felino hier. Los, Bonsai. Bonsai, Stärke. Ah, das wird sicher nicht reichen. Aber ist schon mal ein guter Anfang. Die Schlammbombe wirst du überstehen. Ach, guck mal an. Schön, Volltreffer gelandet. Ja, so muss das sein. Richtig gut, Felino. Das war mir irgendwie klar, dass das nichts wird. Und die Genauigkeit sinkt weiter. Aquaknarre. Ja, es könnte jetzt schon eng werden. Na komm. Zwei Versuche hast du noch. Oh, sehr schön. Bonsai nutzt Versuch Nummer 4. Um es zu besiegen. Guck mal, schon wieder der Volltreffer in der zweiten Runde. Warum immer in der zweiten Runde? Deine Fähigkeiten sind Weltklasse. Da freue ich mich, dass du das so siehst. So, was haben wir denn noch so? Oh, ich kann mich nicht mehr erinnern, was die hat. Ich glaube, ich werde mal ein kleines Tränkli. Ach, wir haben noch 9 normale Tränke. Ja, da benutze ich die. Ein kleines Tränkli auf Bonsai einsetzen. So. Noch einer. Nur 6 Stück und Bonsai hat wieder fast volle Lebenspunkte. So sollte das sein. Bist du ein starker Trainer? Wenn du stark bist, bringst du mir dann ein paar Tricks bei? Ach du, heute nicht, Rosemarie. Danke der Nachfrage. Ich hab zu tun. Vor allem habe ich damit zu tun, wahrscheinlich gleich von dir paralysiert zu werden. Ja, ich kenne dich doch. Ich kenne doch solche Trainer. Was soll ich denn da sagen? Es ist... Es führt einfach keinen Weg daran vorbei, von solchen Pokémon paralysiert zu werden. Guck mal, aber wenigstens ist hier die erste Runde ein Volltreffer. Und Bonsai erreicht Level 26. Ein Enton. Probieren wir doch mal Smeraldo. Smeraldo kann zwar bisher ja nur die eine einzige Attacke, die überhaupt irgendwas nützt. Aber möglicherweise ist es ja gar nicht mal so kacke. So, hier Spukball. Ego-Trip könnten wir auch versuchen, aber wenn es dann eine Wasserattacke einsetzt, wäre halt blöde. Nee, guck mal, geht doch so. Ja, Konfusion wäre eine gute Attacke mit Ego-Trip gewesen, glaube ich. Ich weiß nicht, weiß das einer von euch, funktionieren bei Ego-Trip Step-Attacken? Also wenn wir eine Psycho-Attacke kopieren, dass wir dann auch den Bonus drauf kriegen? Ich verstehe, so kämpfst du also. Ja, so tue ich das. Du kennst dich aber gut mit Pokémon aus. Nach den Kämpfen geben mir die Jungs immer Items. Manchmal weiß ich gar nicht mehr, wohin damit. Wenn du möchtest, kann ich mit dir teilen. Gibst du mir deine Nummer? Ja, ausnahmsweise kriegst du meine Nummer mal. Wenn ich das nächste Mal etwas nach einem Kampf bekomme, teile ich es mit dir. Bin ich deshalb ein schlechter Mensch? Du bist ein schlechter Mensch, weil du mit anderen Leuten teilst? Ja, finde ich auch. Also Leute, die teilen, sind generell schlechte Menschen. Egoisten sind da viel freundlicher und netter und humaner. Ach, ernsthaft? Du blockierst mir hier jetzt den Bart? Jetzt probiere ich gleich mal etwas aus, das ich heute gelernt habe. Ja, du mit deinem blöden Pantymos hier. Aber keine Sorge, Lutz, dafür habe ich extra Smeraldo nach vorne gerufen. Und Smeraldo wird dir dann mit Spukball ordentlich einen auf die Fresse geben. Sehr praktisch, dass wir die Attacke von Jens bekommen haben. Muss ich sagen. Unser Psyana im Run von der Golden Edition konnte mit Spukball ja auch recht gut umgehen. Ne? Also Psycho-Pokémon mit Geistattacken sind ja nicht unbedingt eine Seltenheit. Wir müssen übrigens Smeraldo recht schnell trainieren, weil vorher kann es keine richtig guten... Ich fürchte, ich habe noch nicht genug gelernt. Oh, ist das ein Pokédex? Heißt das, du kennst Professor Eich? Wirklich? Das ist ja großartig. Ich träume nämlich davon, ein Pokémon-Forscher wie Professor Eich zu werden. Gibst du mir deine Nummer? Wir können dann über Professor Eich reden. Toll. Das will ich unbedingt. Ja, dringend. Oh, du hörst dir doch auch Professor Eichs Pokémon-Talk im Radio an, oder? Einmal, aber ich habe eigentlich nicht vor, das nochmal zu tun. So, die nächste. Gleich hinter der Wand des Pokémon. Die Wand des Mauzi.
Auch ein schönes Buch, finde ich. So, Smeraldo, probier's mal mit Ego-Trip. Aber, ja. Du, ich glaube, das wird so nix. Was machen wir jetzt? Kratzfurie. Guck mal. Mal schauen, wie oft wir treffen. Okay, wir besiegen es einfach. Na gut. Na, von mir aus. Ich hätte es gefangen, wenn es das überlebt hätte. Hi, du. Hallöchen. Du bist doch bestimmt nett und lässt mich mal sehen, welche Pokémon du dabei hast, oder? Ausnahmsweise. Aber vielleicht zeige ich dir auch nur eins. Je nachdem. Das entscheide ich aber spontan, Jutta. Hm? Guck mal, hier. Das ist auf jeden Fall schon mal mein erstes. Das ist Smeraldo, das Natu. Ja, gucke. Und das kann Spukball. Ist das nicht eine schöne Attacke? Hops, Hops, mach guten Schlag. Ich bin froh, dass ich kein Ego-Trip eingesetzt habe. So, Hopsfrost, hinfort. Mach's gut, Hopsfrost. Und hallo, Level 25. Ja, und ein Hubbelupf als nächstes. Na du? Bei dir mache ich am besten auch keinen Ego-Trip, ne? Sollte sicherlich auch mit Spukball die bessere Variante sein. Ja, gucke. Auch nur guten Schlag. Ja, die Hopsbross-Reihe ist zwar super niedlich, finde ich. Ich finde die Pokémon super. Aber so vom Moveset, was die so drauf haben, sind die halt echt gewöhnungsbedürftig. Ich bin froh, dass ich deine Pokémon sehen durfte. Oh! So. Was? So früh? Ich dachte, das entwickelt sich irgendwann in den 30ern. Ja, chillig. Ja, super chillig. Glückwunsch, dein Smeraldo wurde zu Xatu. Ja, Spitzomatic 3000. Ich bin jetzt auf einmal sehr froh, dass ich nochmal ein neues Natu gefangen habe. Tipps für Trainer. Wenn du die Entwicklung eines Pokémon stoppen willst, musst du den B-Knopf drücken, während es sich entwickeln will. Das Pokémon entwickelt sich da nicht. Das nennt man Entwicklungsstopp. Keine Sorge, Smeraldo. Bei dir wollte ich, dass du dich entwickelst. Huch, Smeraldo trägt irgendwas mit sich umher. Willst du es an dich nehmen, wenn du es mir gibst? Nein. Es scheint ihm sehr kostbar zu sein und es will nicht damit herausrücken. Gut, dann halt nicht. Ach ja, er kommt jetzt. Oh, siehst recht, Deck, dieses Ding, das du dabei trägst, ist doch ein Pokédex, oder? Ah, ja, da wäre eine Erinnerung wach. Mein Name ist Baoba. Bis vor kurzem habe ich noch die Safari-Zone in Fuxania City geleitet, aber es tauchen immer neue Parks auf und irgendwann bleibt meine Safari-Zone hinter der Konkurrenz zurück. Also ergriff ich die Initiative. Ich eignete mir im Ausland einige neue Kniffe an und entschied mich, in Anemonia City eine neue Safari zu eröffnen. Dass wir zwei uns hier kennenlernen, ist bestimmt Schicksal. Wenn das mal kein guter Grund dafür ist, Telefonnummern auszutauschen, was? Wenn die Safari-Zone eröffnet wird, bist du der Erste, der davon erfährt. Also, wollen wir Nummer tauschen? Klar, warum nicht? Sehr schön, das ist eine gute Antwort. Oh yeah. In Ordnung, wenn die Safari fertiggestellt wurde, melde ich mich bei dir auf dem Pokécom. Gut, melde dich bei mir auf dem Pokécom. Der komische Baoba, ey. Den fand ich schon immer ein bisschen komisch. So, eine grüne Aprikoko bekommen wir hier bei den Miltank. Gibt es irgendwo ein Item und nicht nur das hier hinten, sondern auch ein verstecktes? Vielleicht Ableitieb. Eventuell für Kurosu. Ich meine, Kurosu hat zwar eine bessere Kampfattacke, aber eventuell wäre das trotzdem was. Ja, müssen wir mal gucken. Ich registriere erstmal das Itemradar hier. Davon seht ihr zwar nicht viel, weil das auf dem unteren Bildschirm ist. So, aber. Damit kann ich Sachen finden. Ich kann euch das mal eben ganz kurz zeigen. So, so sieht das aus. Und dann kann ich hier drücken und gleichzeitig laufen. Und dann sehe ich hier, okay, hier ist Item. Und dann kann ich hier drücken. Und dann habe ich auch schon einen X-Angriff gefunden. Problem bei diesem blöden Item-Radar ist immer, wenn man eine VM oder sowas einsetzt, deaktiviert sich das leider. Und das ist dann echt immer vom Nachteil. Okay, also das AP Plus, das wäre leicht zu finden gewesen. Da war ein Grasel drauf. Ja, hier gibt es nichts weiter.
Unser Mülltank gibt keine Milch mehr. Die Farm ist berühmt für die Milch, die hier produziert wird. Die Leute reißen sich richtig gehend darum. Aber wenn wir dem kranken Pokémon sehr viele Sinnelbeeren zu fressen geben, kommt's vielleicht wieder auf die Beine. Unsere Milch wird sogar bis nach Kanto geliefert. Wenn unser Mülltank keine Milch mehr gibt, haben wir also echt Probleme. Ja, das glaube ich dir aufs Wort. Na du? Mülltank. Sein Ruf ist sehr schwach. Gibst du ihm eine Sinnelbeere? Nö. Oliver hat Mülltank keine Sinnelbeere gegeben. Es sieht dich ganz traurig an. Momo ist krank. Es braucht jetzt sehr viele von den Sinnelbeeren, die ich so gern mag. Momo ist krank. Es braucht sehr viele von den Sinnelbeeren, die ich so gern mag. Ja, da wird's jetzt Zeit. Moment, warum habe ich jetzt überhaupt geswitcht? So. Da wird's jetzt Zeit, sich einmal um das Pflanzset hier zu kümmern. Denn wir können jetzt sagen, wir pflanzen die Sinnelbeeren ein. Guck mal, eine hätte ich doch geben können. Beerenpflanze, Sinnelbeere. Denn hier ist es nicht ganz so einfach wie in der Originaledition, wo du dann einfach die ganzen Bäume nochmal abklappern konntest, wo normale Beeren dran hingen, um dann hier eben die Sachen zu bekommen. So, um dann das Mülltank gesund zu machen. Nein, hier bist du tatsächlich darauf angewiesen, dass du ein paar Beeren züchtest. So, ich mach das wieder aus, mach das wieder an und weiter geht die wilde Fahrt. Also, wenn wir irgendwann mal genug Beeren haben, dann kommen wir wieder zurück. Kumu Farm, hier wartet immer ein Glas frische und bekömmliche Milch auf dich. Ich glaube nicht, dass die hier wartet, aber gut. Na du, Psycho. Zeig doch mal, was dein Pokémon-Team so drauf hat. Ich zeig dir vielleicht ein Pokémon. Ist das ein Deal? Ein Pokémon, Maximo? Ja? Ist das so, wie du es dir vorgestellt hast? Guck mal hier, Spukball. Ist vielleicht keine Step-Attacke, aber gucke mal. Hm? Für deinen Fleckmon reicht's allemal. Und noch ein weiteres Fleckmon von Maximo. Das kommt natürlich auch weg. So, ist aber ein bisschen stärker. Vielleicht übersteht das sogar eine Attacke. Eventuell. Ne, eventuell doch nicht. Mach's gut, Maximo. Nicht schlecht, dein Team hat viel Talent. Ja, das will ich doch meinen. Das ist ja auch mein Team. So, hier bräuchten wir Kraxler. Ich bleib mal bei Smeraldo. Ich war lange nicht mehr in Oliviana City. Wie steht's mit dem Pokémon-Kampf? Boah, von mir aus? Also ich hab da nichts gegen. Justus, wir können gerne miteinander kämpfen. Guck mal, hier ist ein Smeraldo. Und ein bisschen Spukball für dich. Und die nächsten beiden werde ich dann wahrscheinlich mit Bonsai bekämpfen. So, Spezialverteidigung sinken. Oh, nee. Smeraldus eingepennt. Habe ich noch irgendwas gegen? Ja, ich habe noch einen Aufwecker, den nutze ich dann auch gleich mal. Weil das geht mir auf den Keks. Eingeschläfert zu sein, geht mir einfach nur auf den Keks. Wir könnten jetzt 5 Runden einfach abwarten. Das wäre kein Problem. Und dann wäre irgendwann Smeraldo auch wieder wach. Aber ganz ehrlich, wir beschleunigen das Ganze einfach mal ein bisschen. Nicht? So, ciao, Quapuzzi. Und ein Radikal hier. Ne, ich bleib mal bei Smeraldo. Auch wenn wir jetzt auf Ego-Trip zurückgreifen müssen. Ich hoffe, es benutzt Hyperzahn oder sowas. Bis ist auch in Ordnung. Schade, es schreckt nicht zurück. Das wäre schön gewesen. So, dann machen wir nochmal Ego-Trip. Energiefokus. Ja, gut, dann mach halt Energiefokus. Komm, hier, mach mal eine sinnvolle Attacke. Mal gucken, was wir uns jetzt klauen. Verfolgung. Ja, mach Verfolgung. Ego-Trip ist eigentlich eine echt gute Attacke. Kann man sehr gut einsetzen. So, und ein Krabbi als letztes. Da müsste Spukball ausreichen. So, einmal Spukball. Und dann hoffentlich mach's gut, Krabbi. Ja. Ja, Krabbis haben es nicht so mit Spezialverteidigung. Das wollte ich auch gerade sagen, ja.
So, jetzt switchen wir auf Bonsai, weil Bonsai eh paralysiert ist. Und jetzt kommen nämlich Pikachus bei den nächsten beiden. Und da ist es dann egal, ob wir paralysiert sind oder nicht, weil wir fressen sich ja sowieso eine neue Paralyse. Du hast da nichts dagegen, wenn ich ein wenig mit meinen Pokémon angebe? Ach du, nein, gib nur an. Ich hab da kein Problem mit Sönke. Oh, tolles Pikachu. Ja, guck mal. Dieses Pikachu, das ist so gelb und die Backen, die sind so rot und die Öhrchen, die sind so, haben solche tollen schwarzen Spitzen. Das ist ein richtig tolles Pikachu. Warum schmeißt du es mit dem Stein ab? Weil ich es kann. Ja, das kannst du zwar, aber... Pikachu? Pikachu? Mir bleibt ja gar keine Zeit zum Angeben, also nicht richtig, also... Komm schon, lass uns Freunde sein. Wer Pokémon so liebt wie du, kann gar kein schlechter Mensch sein. Auch wenn man meinen Pikachu mit Stein beschmeißt. Also wir könnten gemeinsam über Pikachus oder Fleckmon oder Tentoxa, wir könnten über alles möglichen Pokémon plaudern. Du und ich werden bestimmt viel Spaß miteinander haben. Na gut, wenn du meinst. Prima, denn wenn ich noch was Neues über Pokémon erfahre, rufe ich dich sofort an. Ich weiß nicht, ob ich das will, aber na gut, dann ist es so. Zeigst du mir das Pokémon-Team? Dann zeige ich dir meins, aber nur gleichzeitig. Hallo Ruth. Hallo Pikachu von Ruth. Na? Ist ja sogar ein Level schwächer als das andere. Na, das wollte ich eigentlich nicht. Ich hoffe, es reicht trotzdem, falls Bonsai... Ja, Bonsai greift an. Reicht es? Reicht es nicht? Reicht es? Reicht es nicht? Ja, reicht. So. Sehr schön. Mir macht es nichts aus, zu verlieren. Sicher? Na gut, wenn du dir sicher bist, dann will ich da gar nichts gesagt haben. Tipps für Trainer. Benutze Kopfnuss, um Pokémon aus Bäumen zu schütteln. Von jedem Baum könnte ein anderes Pokémon purzeln. Probiere Kopfnuss also an möglichst vielen verschiedenen Bäumen aus. So, Freunde, und damit haben wir es geschafft. Wir haben die Route hinter uns gelassen, wir haben Teak City erkundet und haben schlussendlich jetzt Oliviana City erreicht. Hier werden wir uns in der nächsten Folge so ein bisschen umschauen und dann werden wir eventuell auch den Leuchtturm erklimmen. Da wurde uns ja heute gesagt, dass da wohl ein krankes Pokémon auf der Leuchtturmspitze wartet. Also eventuell, wir werden sehen. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen und ich freue mich sehr, dass sich Smeraldo entwickelt hat. Und eventuell können wir es in der nächsten Folge ja direkt noch ein bisschen einsetzen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!